Du nervst, Grauhaar. Schwerter bereit und links zwei. Auf die Schwarzen mit frischem Mut. Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Vysima ein Bordell auf. Geralt von Riva, gesund und munter. Ich könnte deine Hilfe in Kermorhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also mache ich dasselbe für dich. Danke. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Vielleicht bringe ich auch Wes mit. Wie auch immer, wir sehen uns in Kermorhen. Ah, Tölpel! Wir bezahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut. Ein Hexer, das hat unserer Truppe noch... Du nervst, Grauhaar. Wunderbar. Magier, dann Anderlinge. Wen verbrennt ihr, wenn wir nicht mehr da sind? Siehst du diese Visage? Bin für die Liebe wie geschaffen. Oh, Geralt der Monster. Sultan? Geralt? Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann auch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kermorhen reisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Und meine Axt. Danke. Wir sehen uns in Kermorhen. Vesemir, Eskel und Lambert sind schon dort. An einem Tag hat er deine Tochter geheilt. Ich höre schon diese Visage. Als Scheu. Das Geschmeiß sollte man nicht in Tavernen mit anständigen Menschen. Ist gut. Bist du hier, um dich an unserem Unglück zu bringen? Und? Was? Ah, was wird der Morgen bringen? Prinz Proximo pustete putzige, lumpische, praktisch puppige. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Genug gesagt. Vielen Dank. Geralt. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal, bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Ich wusste nicht, ob ich dich fragen sollte. Ich bin mir immer noch unsicher, aber was soll's. Ich brauche deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Sehr interessant. Erzähl. Die wilde Jagd wird bald Kermorhen angreifen. Das ist sicher. Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen. Die wilde Jagd? Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst. Das ist kein Schwachsinn. Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Ich kämpfe so gut, wie du tanzt. Und Kermorhen liegt außerhalb meines Einflussgebiets. Andererseits hätte ich meinen Besitz ohne dich nicht zurückbekommen. Hör zu, wir machen es so. Ich gebe dir eine pralle Börse, ich meine etwas mehr, und wir sind quitt. Einverstanden? Einverstanden. Danke. Thank you.
Ein ganzer Tag verschwendet. Weißer, schau mal hier drin. Große Erasmus-Regel und Gedächtnisrennen. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Nente mire detre. Sen es Gwyn. Eure kaiserliche Majestät. Hexer, was führt dich her? Ich habe herausgefunden, wo Ciri ist. Endlich. Ich hatte langsam schon bezweifelt, dass du der Richtige für den Auftrag bist. Bring sie sofort her. Die wilde Jagd verfolgt sie. Kaer Morhen ist der einzige Ort, an dem sie sicher ist. Das war kein Vorschlag. Ich kann meine eigene Tochter verteidigen. Das bezweifle ich nicht, gegen gewöhnliche Feinde. Aber die wilde Jagd ist anders. Sich ihr hier zu stellen, würde Vysima in Gefahr bringen. Hunderte Unschuldige könnten sterben. Kaer Morhen liegt in der Wildnis und eure Armee wäre dort weitaus hilfreicher. In Ordnung. Ich schicke einen Banner mit. Unter der Bedingung, dass General Voorhees das Kommando führt. Dem kann ich nicht zustimmen. Und ich kann nicht zulassen, dass Hexer meine Truppen befehligen. Nun, ich werde nicht nachgeben. Und ihr sicherlich auch nicht. Es tut mir leid, eure Zeit in Anspruch genommen zu haben, Majestät. Bring mir Ciri. Das werde ich, wenn sie es möchte. Avian Kerse Estate fin Adan Ikan Eb Morvut.
Nente mire detre. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig, doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalar, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Den Herrn Brahe, gestern auch gesoffen, getan hat, war ziemlich groß und wild.
Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Das Glühwürmchen hat vor der Hütte angehalten. Ich sollte reinschauen. Verschlossen. Ist da jemand? Verdammt. Ich will nichts Böses. Bitte aufmachen. Du hast unsere Deckung auffliegen lassen. Wer bist du und was willst du?
Ich werde Geralt genannt. Und wer seid ihr? Das ist der Hexer. Hab eine Ballade über ihn und diese Zauberin gehört. Und wie war noch ihr Name? Sei still! Yennefer. Die Zauberin heißt Yennefer von Wengerberg. Ja, genau. Ihre Augen schleudern Blitze. Ihr Herz gleicht einem Eisberg. Wie ging's noch weiter? Beim Bart meiner Mutter reißt euch zusammen, Jungs. Du da draußen vor der Tür. Geralt, richtig? Ja, Geralt. Hör zu, Geralt. Kommen wir zusammen. Wir haben Schiffbruch erlitten. Bestien aus den Tiefen haben unsere Freunde verschlungen. Und der Rest hat hier Unterschlupf gefunden. Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind. Ihr müsst euch vor mir nicht fürchten. Sprach der Fuchs zur Gänseschar. Ich habe schon zu viele Kameraden verloren. Das kann ich nicht riskieren. Wenn ich eure Kameraden finde, glaubt ihr mir dann, dass ich euch nichts tue? Ja, aber das wird nicht einfach. Wie viele sind es? 3. Ivo, Gaspard und Ferenc. Dieser Ivo, wo soll ich nach ihm suchen? Der Teufel hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen. Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen, ließ sich nicht umstimmen. Gaspard, wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig, auf Rettung zu warten. Wir sollten was unternehmen, oder zumindest er würde es tun. Angeblich hat er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen und wollte auf den höchsten Gipfel klettern, um nach Schiffen Ausschau zu halten. Wo ist Ferenc hingegangen? Nach Westen, auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll. Ferenc, er ist da. Geschickt. Er dachte, er könnte es reparieren. Seetauglich machen. Also gut. Mal sehen, ob ich alle 3 finden kann. Bis dann. Ich bin froh, dass du Verständnis hast.